Das hier ist nicht Havarl. Wenn du zu lange da draußen in der Dunkelheit bleibst, wirst du schwach, krank oder Schlimmeres. Es ist also schlecht, schon verstanden. Aber wie bleibe ich am Leben? Indem du deine Deckung verlässt, sobald du Sonnenlicht siehst. Nimm so viel davon in dich auf, wie du nur kannst. Dann bin ich ein leichtes Ziel. Aber nicht lange. 5 Minuten im Freien reichen schon. Anschließend versteckst du dich wieder. Der Mensch hört uns zu. Sind Sie hier, um sich von der alten Pasi ein paar Überlebenstipps zu holen? Wieso benötigt Ihre Spezies Sonnenlicht? Wir ziehen Nährstoffe aus der Solarstrahlung. Sie helfen uns, konzentriert zu bleiben und können sogar kleinere Verletzungen heilen. Aber wir müssen uns versteckt halten, damit uns die Kette nicht entdecken. Werden Sie krank, wenn Sie zu lange ohne Sonnenlicht auskommen müssen? Wenn wir ihm nicht regelmäßig ausgesetzt sind, ist das eine Belastung für unseren Körper. Wird sie zu groß, nützen wir niemandem etwas. Der Widerstand braucht mich im Vollbesitz meiner Kräfte. Sie klingen wie eine Expertin und ich würde gerne überleben. Was ich lehren kann, würde Ihnen nicht helfen. Ihre Biologie unterscheidet sich von unserer. Ihr Körper kann keine elektrische Ladung speichern. Viel Glück da draußen. Ich bin soweit, Pasi. Nicht so schnell. Du weißt immer noch nicht, wie du die Entwicklung des Wetters vorhersagen kannst. Ich bin mir so gut wie sicher, dass hier etwas ist, Janeth. Die Daten stimmen. Ich weiß nicht, was ich noch tun könnte, um meine These zu untermauern. Oh, hallo. Sie sind dieses Rider-Alien, von dem alle reden. Was kann ich für Sie tun? Sie sagten irgendetwas über Eisflüsterer. Was haben Sie damit gemeint? Oh, das ist eine Art Witz zwischen mir, Janeth und allen, die in Estralia mit uns zur Schule gegangen sind. Einer unserer Klassenkameraden war bei einer alten archäologischen Ausgrabungsstätte und dachte, er hätte eine Stimme aus dem Eis gehört. 2 Monate später hat eine andere Gruppe dasselbe behauptet. Die Stimme soll angeblich wütend geklungen haben. Was war es? Zu viel Marley. Das sagt zumindest Janeth. Wie gesagt, inzwischen ist es eine Art Witz zwischen uns. Ah, das Alien. Wir haben die Berichte gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendetwas gibt, das für Sie von Interesse wäre. Ich erkunde einfach die Gegend, um mich mit ihr vertraut zu machen und um nachzusehen, ob vielleicht jemand Hilfe braucht. Versuchen Sie es bei Skiot, falls Sie nicht bereits mit ihm gesprochen haben. Er war tatsächlich auf der Suche nach Hilfe. Also, brauchen Sie irgendetwas von mir? Sie hatten irgendwas über Eisflüsterer gesagt? Lassen Sie das niemanden hören. Diese alberne Geschichte kam vor Jahren auf, als Dinor und ich noch in Estralia zur Schule gegangen sind. Reden Sie mit Dinor. Er weiß mehr darüber, wie diese Legende entstanden ist. Was machen Sie mit diesem riesigen Eisblock? Er wurde unter Hejara herausgeschnitten. Wir befinden uns direkt über einem Binnenmeer und das Eis reicht tief, sehr tief. Alles unterhalb der obersten Schicht stammt aus einer Zeit vor der Geißel und wurde perfekt konserviert. Wir können aus der Zusammensetzung der tieferen Schichten vieles lernen. Dort finden sich Mikroben, alte Lebensformen, alles unberührt von der Geißel. Ich will Sie nicht länger stören. Wie bedauerlich, dass uns die Kett nicht dieselbe Höflichkeit entgegenbringen.
Boss! Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Laut unseren Chroniken gab es auf Volt einst Blumenwiesen. Farben, für die wir nicht einmal Namen hatten. Was auch immer Sie davon halten, ich finde diesen Planeten wunderschön. Ich muss gerade an einen Eismond denken, auf dem ich mal gestrandet war. Das hätte mich beinahe meinen guten Zeh gekostet. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Meine Sensoren registrieren Gegner vor uns! Die Pathfinder. Da vorne ist Tech, vermutlich von den Cat. Thank you.
Lade Munition nach! Wir nähern uns dem NAV-Punkt, den uns Soka Esov auf Aya genannt hat. Ich kenne ihn. Das ist Keldo, einer von Sokas Lieferanten. Wir haben sie gefunden. Den Scans zufolge enthalten diese Kisten angaranische Waffen. Na, das ist ja mal interessant. Oh, hat es Soka etwa nicht erwähnt, dass er uns manchmal aushilft? Meine Sensoren registrieren Cap-Technologie, Pathfinder. Ich denke, das war's. Thank you.
Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Ich registriere einen Temperaturabfall. Das sieht nach CatTech aus. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ich habe das Signal. Hier entlang.